Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play auf diesem Kanal. Heute geht es um das Free-to-Play-Game Unturned und dieses könnt ihr euch kostenlos über Steam herunterladen. Ich spiele jetzt auf der aktuellsten Version 3.11.9.1 und ich werde euch heute einfach mal grundsätzlich Dinge zeigen, die sich verändert haben im Vergleich zur 2.2.5 und etwas über das Spiel selbst erzählen bzw. zeigen. Fangen wir mal an. Wir spielen heute mal im Singleplayer und zwar auf der Map Cernarus. Die könnt ihr euch im Workshop oder auf der Seite unturnedmods.de, Entschuldigung, com, herunterladen. Und ja, ich werde euch jetzt mal ein bisschen dazu was zeigen. Ich habe hier schon mal etwas Equip gesammelt. Und ihr seht schon, Zombies gibt es natürlich auch in dem Game. Es handelt sich hier um ein Open World Survival Game. Ihr kennt es vielleicht, ihr kennt vielleicht DayZ, müsst ihr da nicht dem einen oder anderen was sagen. Oder H1Z1. Das sind vom Prinzip her die gleichen Spiele. Hier bei Anton haben wir ein eigenes Design kann man sagen. Also etwas gewöhnungsbedürftig. Wer damit auskommt, kann gut spielen. Ihr könnt dann auch online zocken mit Freunden beispielsweise auf Servern, die gemoddete Maps hosten oder ähnliches. Und da könnt ihr dann eurem PvP oder PvE Leben vollen Lauf lassen. Also da könnt ihr ordentlich Action haben. Das macht dann auch ziemlich viel Spaß. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier die Perspektive gewechselt. Das geht mit der Taste H. Könnt ihr von der First Person in die Third Person wechseln. Das geht natürlich auch, wenn ihr aus dem Auto aussteigt. Das ist schon mal die erste Veränderung zur älteren Version 2.2.5. Diese Third Person View mit Z legt euch hin, mit X geht in die Hocke. Das könnt ihr natürlich alles auf euch abstimmen, wie ihr das haben wollt. Die Controls kann man ja grundsätzlich ändern. Ja, sage ich mal etwas mehr. Ich zeige jetzt mal, wie ihr euch in Unturned eure Position im Singleplayer wechseln könnt, also euch teleporten könnt und wie ihr euch Items cheaten könnt. Ich fange mal an mit Autos. Also bei Autos ist es so, ihr gebt ein Add Vehicle, dann euren Ingame-Namen und dahinter schreibt ihr dann eine Zahl. Ich nehme jetzt mal die 50, das ist ein gelber Roadster. Das ist eigentlich das schnellste Auto, reguläre Auto. Also es gibt natürlich noch gemoddete Autos, die ihr euch über Steam im Workshop und über andere Seiten herunterladen könnt. Aber ich fahre jetzt hier mal mit einem Roadster. Jedes Item hat eine zugehörige ID und ich habe mir jetzt hier mal mit der 50 schnell den Roadster geholt. Ihr könnt das natürlich auch mit Items machen, wie Waffen oder sonstigem. Ihr seht, wenn der Hitmarker rot ist, dann habt ihr einen Headshot gegeben und weiß Körpertreffer oder Co. So, jetzt gebt ihr ein Add GIF, euren Leerzeile, euren Namen, Slash und dann eine Zahl. In dem Fall nehme ich jetzt mal die 300. Dann könnt ihr rein theoretisch nochmal ein Slash setzen und eine Zahl, 10. Das heißt, die erste Zahl steht für die ID, in dem Fall die 300, das wäre jetzt die von einem Shadow Stalker, also einer Railgun. Und die dazugehörige ID dahinter, diese 10, bedeutet die Anzahl der Items. Das heißt 10-mal Shadow Stalker. Die ist schon leer, jetzt nehmen wir mal die. Ja, das war ein Headshot. Die Range ist wirklich extrem von der Shadow Stalker. Ihr seht, das Inventar sieht auch, alles sieht eigentlich relativ neu aufgelegt aus. Ganz anders als in der alten Version. Und ihr könnt das Ganze mit einem Linksklick, wenn ihr die Items mit links anklickt, könnt ihr die und dann noch dahin zieht, wo ihr es haben wollt, nochmal Linksklick. Dann könnt ihr das Ganze verschieben. Mit einem Rechtsklick habt ihr die Funktion, sie zu droppen, also hinzuwerfen, wenn ihr euren Kumpels was geben wollt beispielsweise, oder wenn ihr bei einer Waffe jetzt Rechtsklick macht aufs Zahnrad, könnt ihr es equippen.
Mit den Attachments sieht es dann folgendermaßen aus. Ihr drückt T und dann könnt ihr hier Tactical Laser, B-Port oder auch Frontgriff und sonstiges anbringen, andere Visiere. Wenn ihr hier drauf drückt, habt ihr gar keins. Bei den Magazinen drückt ihr einmal hier auf Magazine, dann macht ihr das Magazin raus, dann braucht ihr die entsprechende Munition, drückt dann Tab oder je nachdem I für Inventory, geht dann hier oben auf Craft, ich habe es mir jetzt auf B gelegt, dann hier auf Ammunition und hier könnt ihr mit der entsprechenden dazugehörigen Munition das Magazin auffüllen. Mit R ladet ihr wie in vielen anderen Shootern auch nach. Was kann man noch dazu sagen? Wir haben hier im Vergleich, wieder im Vergleich zur 2.2.5, zur älteren Version, habt ihr hier jetzt durch Kleidung und Rucksäcke war ja damals schon so, dass man da mehr Slots bekommen hat, aber ihr bekommt ja auch durch Kleidung mehr Slots und die Waffen brauchen jetzt nicht nur ein Feld, sage ich mal, sondern mehrere. Also das Ganze hat sich ein bisschen verändert. Hier oben habt ihr immer diese paar Slots in der Kategorie Hands, über die verfügt ihr immer. Also auch wenn ihr komplett spawnt, noch gar nichts equipped habt, habt ihr immer diese Kategorie. Und hier könnt ihr auch die Schnellzuwahl machen, indem ihr einen Rechtsklick macht und dann eine Zahl. Also hier in dem Fall die 3. Ihr könnt jetzt das Ganze auf Bandagen oder sonstiges legen. Wenn ihr angeschossen werdet, könnt ihr schnell die Nummer drücken und euch bandagieren. Ich habe jetzt hier mal eine Granate draufgelegt. So, dann könnt ihr die Granate werfen. So. Jetzt zeige ich euch noch, wie man sich teleportiert. Moment. Und zwar gibt er im Chat ein, also immer Enter und dann Add Teleport Slash, also Leerzeile, euer Namen. Mage 8 für den einen oder anderen, der sich nicht vorstellen kann, wie man das Ganze ausspricht. Ich bin der Mage 8. Und dann euer Zielort. Ich gebe jetzt mal Airf ein, das bedeutet Airfield, die Abkürzung, und jetzt seid ihr schon hier oben am Airfield. Also so schnell könnt ihr euch teleportieren. Wie man Workshop-Inhalte und Co. runterladet, werde ich nochmal ein Video dazu machen. Aber das nächste geht erstmal um den Basebau. Ich denke, das wird den einen oder anderen interessieren, der vielleicht das Spiel erst neu spielt. Ja. So. Weiter geht's. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr euch Items cheaten könnt, indem ihr eingibt Add GIF, wieder Leerzeile, euer Namen, Querstrich, jetzt eine ID, ich gebe jetzt mal die 299 ein und dann könnt ihr nochmal ein Slash setzen und dann nochmal eine Zahl eingeben, 10, das ist dann die Anzahl und das hier ist die ID, ist jedes Item, wie auch immer, hat eine eigene ID. Oh, das waren jetzt Grizzly Iron Sights, nicht gerade so nützlich. Jedes Item hat seine eigene ID, die könnt ihr beispielsweise über Seiten wie Anton Bunkerwiki herausfinden. Ich packe den Link für euch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann nachschauen. Dann könnt ihr euch beispielsweise offline eine im Singleplayer eine Base errichten. Ich zeige euch das jetzt mal. Add GIF. So, ich habe jetzt hier so einen Holztürrahmen mir gecheatet quasi. Moment, jetzt hole ich mir noch mal. Damit ihr es nicht immer neu eingeben könnt, könnt ihr natürlich das Ganze markieren. STRG C drücken, also Copy, STRG V Paste, also einfügen. Dann gibt er eure Nummer ein. In dem Fall mache ich jetzt mal die 52. Das muss ein Pine Floor sein. So, zweimal. Und haben wir das Ganze hier, Pine Floor. Das können wir dann hier setzen. Das ist ein Fundament sozusagen. Und da zeige ich euch dann im nächsten Video, wie man eine Base spezifisch aufbaut. Ja, und was da für Unterschiede, was da für Tipps und Tricks gibt. Also, bis zum nächsten Video.